Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen. Hey, schön, dass du hier bist. Ich habe mal wieder ein kleines Video für dich und ich komme gleich mal wieder mit einer Frage daher. Und zwar mit der Frage, ob du auch so eine Situation kennst. Und zwar, du trägst einen Wunsch in dir, der dich schon viele Jahre begleitet, beziehungsweise der immer wieder in dir aufploppt. Ja? Zum Beispiel, du hast den tiefen Wunsch, eine Weltreise zu machen. Aber bis jetzt hast du es noch nicht gemacht und dir fällt auch immer wieder ein, warum du diese Weltreise noch nicht gemacht hast. Zum Beispiel, weil du nicht genügend Geld hast, weil du keine Zeit hast, dein Job zu anstrengend ist, deine drei Kinder dich fordern, du zu viel im Haushalt zu tun hast, dein Mann eigentlich gar keinen Bock hat, eine Weltreise zu machen und so weiter. Und du würdest ja gerne, aber Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dir fallen viele, viele Abers ein. Und ich möchte gleich mal an dir rütteln, gleich am Anfang mit der Aussage, deine Ja-Abers sind im Grunde nichts anderes wie Ausreden. Ja, ganz ehrlich, es sind Ausreden. Ausreden, die dich befähigen, in Anführungsstrich, nicht dein Ding zu machen, nicht das, was du wirklich willst. Und es ist etwas Spannendes. Und wenn sich jetzt vielleicht alles Mögliche in dir sträubt und du denkst, boah, was redet die denn da? Die kennt mich überhaupt nicht, die kennt meine Situation nicht. Bei mir ist es ganz speziell. Ich wurde verlassen von meinem Mann. Ich habe die letzten 20 Jahre mich nur um Kinder, Haushalt und Sonstiges gekümmert. Ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt finanzieren soll. Und wie kommt die daher und sagt, das ist eine Ausrede, ja? Dass ich das, was ich wirklich will, nicht mache. Im Grunde, alles, was du wirklich willst, und das ist jetzt sehr spannend, wenn man sich das mal bewusst macht, alles, was wir wirklich aus tiefstem Herzen wollen, hat etwas mit uns selbst zu tun, hat etwas mit unserer Berufung zu tun, hat etwas mit unserem, mit dem zu tun, wofür wir hergekommen sind. Weil all das, all die Sehnsucht, all die Wünsche, all das, was wirklich aus dir heraus will, ist im Grunde nichts anderes wie eine... Ein Ruf deiner Seele, der sagt, hey, das ist der Weg, das ist das, was du dir im Grunde vorgenommen hast, das ist das, was du wirklich möchtest, ja. Und du sagst, muss aber den Alltag, ich muss das so und so machen. Aber es drückt trotzdem in dir, es fühlt sich nicht gut an, du bist nicht zufrieden und es kommt immer wieder, auch das mit der Weltreise oder was auch immer. Und du denkst immer, ja, ich mache das irgendwann. Jetzt muss ich aber mich um meinen Alltag kümmern, um das, was Normalität ist. Aber hey, wer hat gesagt, was normal ist? Wer hat es erfunden? Wer hat zum Beispiel erfunden, dass ein 8-Stunden-Arbeitstag das Richtige ist? Wir reden ganz normal von einem 8-Stunden-Arbeitsalltag, als wäre das wirklich das Normalste der Welt. Und es werden Arbeitsverträge gemacht, zum Beispiel mit 8 Stunden, was völlig idiotisch ist. Ja, in manchen Bereichen, da hat man vielleicht eine Leistung nur von 60 Minuten oder auch nur von 90 Minuten und trotzdem gibt es diesen 8-Stunden-Tag. Was will ich einfach sagen? Es ist wichtig, dass wir unserem inneren Ruf, dass wir dem Raum geben, dass wir keine Ausreden mehr parat haben, warum wir etwas nicht machen, was wir wirklich machen wollen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Weil was bedeutet das, wenn du das nicht tust, wenn du nicht dem inneren Ruf folgst, also nicht diesen Impulsen, nicht das, was dich wirklich treibt, nicht das, was wirklich aus dir heraus willst. Was machst du dann übersetzt? Das bedeutet, du lebst nicht deins, du folgst nicht deinem Ruf, du folgst dem Ruf der anderen. Also du lebst nicht dein Leben, du lebst das Leben der anderen. Und ganz ehrlich, die Frage ist, warum machst du das? Weil die Masse sagt, es ist richtig, zum Beispiel 8 Stunden zu arbeiten. Ja? Wer sagt denn, dass es immer so bleiben muss? Das macht alles keinen Sinn. Es wird auch hier eine Entwicklung geben und vielleicht in 20, 30 Jahren lachen wir über 8-Stunden-Tage. Weil wir denken, wie bescheuert war das denn? Ja? Wieso haben wir uns 8 Stunden am Tag nur mit einer Tätigkeit beschäftigt? Das macht gar keinen Sinn. Vielleicht hast du Lust, alle 2 Stunden eine andere Tätigkeit zu machen. Ja? Also, es geht darum, dem inneren Ruf wahrzunehmen, dem zu folgen, dem zu vertrauen und keine Ausrede mehr gelten zu lassen, warum du das nicht kannst. Nochmal in aller Deutlichkeit. Wenn du das nämlich nicht tust, dann lebst du nicht dein Leben, nicht dein Potenzial und du wirst auch nie wirklich erfüllt und glücklich sein, weil, es ist ja logisch, weil du nicht
dir selbst, ja, weil du nicht deinen Seelenplan verfolgst, ja, und weil du ja das Leben der anderen lebst, und du bist aber nicht hergekommen in dieses Leben, um das Leben der anderen zu leben. Du bist hergekommen, um dein Leben zu leben, ja. Und all die Herausforderungen, all diese Themen, die da sind, sind nur Wegweiser. Auch deine Ausreden sind super Geschenke. Und hinter diesen Ausreden stecken in der Regel Ängste, ja. Wenn du zum Beispiel die Ausrede oder das Ja-Aber hast, ich kann meine Berufung nicht leben, weil das, was ich mache, das wird nicht gebraucht. Ganz ehrlich, das weißt du noch gar nicht, ja. Du hast es vielleicht noch gar nicht probiert, das denkst du nur. Es wird jetzt, weil es jetzt noch nicht angeboten ist, aber vielleicht auch nur, weil wir auf dich warten, weil wir genau auf das warten, was du anzubieten hast, ja. Also trau dich, deinem inneren Ruf zu folgen. Trau dich, auch deine Ausreden, deine Ja-Abers näher anzuschauen. Trau dich, dahinter zu schauen, welche Angst steckt dahinter, ja. Und trau dich, dich dem zu stellen. Ja, trau dich, deinen Ausreden zu stellen. Ja, also sie sind im Grunde, auch das sind wieder nur Geschenke, damit du wirklich immer mehr zu dir kommst. Und zum Thema Ausrede, damit du keine Ausrede mehr hast, und es wirklich gibt jetzt gar keine Ausrede mehr, die da lautet, ich kann meine Berufung nicht leben, weil Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Hierfür habe ich etwas ganz Besonderes kreiert. Und zwar, wo ich alle Ausreden damit sozusagen auch tot erschlagen habe. Ich lade dich ein zu dem allerersten Online-Berufungsretreat. Das ist ein Tag, der kostenfrei ist, wo es nur darum geht, wirklich diese Kommunikation mit der inneren Stimme zu zelebrieren, deinen inneren Ruf wahrzunehmen, herauszufinden, was wirklich deine Berufung ist, dein Ding ist, was aus dir heraus möchte. Ja, dafür habe ich das kreiert. Ich habe es auch kostenfrei gemacht, dass es wirklich auch diese Ausrede nicht mehr gibt. Ich kann es mir nicht leisten. Ich kann mir zum Beispiel kein teures Coaching bei der Heidi leisten, oder ihre Produkte kann ich mir nicht kaufen oder von jemand anders. Oder und so weiter, ja, oder ich weiß nicht, was meine Berufung ist. All diese Ausreden zählen nicht, weil genau hierfür habe ich das geschaffen. Die Frage ist also nicht, ob du deine Berufung leben kannst, ob du von deiner Berufung leben kannst, ob du eine Berufung hast. Die Antworten gibt es, ja, und die sind positiv. Die Frage ist nur, bist du bereit, deine Berufung zu leben? Bist du bereit, wirklich dein Potenzial zu entfalten? Bist du bereit, wirklich in deine Kraft und in deine Macht zu kommen? Bist du wirklich bereit? Das ist die spannende Frage. Und wenn du bereit bist, dann, wie gesagt, und bereit bist, dich deinen Ausreden, dein Ja-Abers zu stellen, dann ist dieses Berufungsretreat genau das Richtige. Es ist ein Geschenk, ja, und es ist ein Geschenk von mir an dich. Und die Frage ist, nimmst du dieses Geschenk an? Das Leben bietet uns so viele Geschenke. Manchmal kommen sie wirklich schön verpackt, wie zum Beispiel dieses Berufungsretreat. Das ist etwas Schönes, was Wunderbares. Aber manchmal kommen sie wirklich auch als anstrengendes Geschenk daher, nämlich mit deinen Ausreden. Aber auch das sind Geschenke. Das ganze Leben bietet dir Geschenke en masse. Die Frage ist, nimmst du sie an, schaust du dahinter, ja? Und erkennst du, um was es wirklich geht, oder drückst du sie weg und denkst, ah, lass die jetzt schwätzen, was die da redet. Die hat ja gut reden, die lebt ja ihre Berufung, die lebt auch von ihrer Berufung, die verkauft ihre Produkte, ihre tollen Coachings und so weiter. Und damit verdient die ihr Geld. Es ist klar, dass die jetzt so ein Video macht und mir erzählen will, hey, ich soll meine Berufung leben, jeder kann seine Berufung leben. Ja, jeder kann seine Berufung leben. Das ist meine Mission. Dafür brenne ich, dafür bin ich hier. Das ist mein Seelenplan. Ich folge meinem inneren Ruf. Ich kann gar nicht anders. Und deswegen ist es mein Geschenk an dich. Wie gesagt, die Frage, ob du das annimmst, kannst nur du die beantworten. Also, aber ganz ehrlich, du brauchst mir jetzt nicht mehr kommen mit der Ausrede und auch mir nicht mehr zu schreiben, ich kann meine Berufung, ich würde ja so gerne meine Berufung leben, aber Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Es gibt keine Ausreden mehr. Ja, also, wenn du bereit bist, dann melde dich an für dieses erste eintägige Online-Berufungsretreat. Sei dabei, lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass diese Berufungswelle, dass wir immer mehr Menschen werden, die wirklich ihrem inneren Ruf folgen, ihr eigenes Ding machen, ja, und nicht dem Ruf der Masse folgen, nicht dem Ruf der anderen, der einfach nur 1000 Mal schon vielleicht gelebt ist. Ja, es wird Zeit, dass wir uns entfalten, dass wir unser mögliches Potenzial leben, ja, dass wir wirklich das Paradies auf Erden leben. Es ist da, so wie wir hier sehen, es ist da. Die Frage ist nur, nehmen wir es ein, ja, und sind wir bereit dazu, das auch wirklich hier zu leben? Also,
Und dieses Berufungsretreat ist die eine Möglichkeit dazu und es ist ein wahres Geschenk. Die Frage ist, wie gesagt, nimmst du das Geschenk an? Also, ich freue mich auf dich und auf unseren gemeinsamen Weg. Bis dann. Ciao.